Wir haben ja eben über eBay Kleinanzeigen gehört, ne? Die Community meinte ja bei Instagram, dass es sinnvoll ist, auf eBay Kleinanzeigen shoppen zu gehen. Und hier, glaube ich, haben wir auch eine gute Geschichte. Und ich bin mal gespannt, wie sie an das Parfum gekommen ist. Flakon angeguckt und ich dachte mir so, oh mein Gott, bitte passt wirklich auf, wo ihr eure Nischendüfte oder generell, wo ihr euer Parfüm kauft. Ja, also da haben wir ja schon gerade gesagt, ne? Sie sagte so, wir sollen aufpassen, wo wir unsere Düfte kaufen. Ich würde noch weitergehen. Passt auch auf, wo ihr eure Uhren kauft. Insbesondere die Verkaufsplattform eBay Kleinanzeigen ist da eine, die ich auf jeden Fall empfehlen kann, ne? Um gerade mal günstige Schnäppchen zu machen oder auch um einfach den Bargeldverkehr in Deutschland ein bisschen einzuheizen. Ist das, glaube ich, etwas, womit sich jeder hier aus dem Twitch-Chat mit auseinandersetzen sollte. Und zwar hat mich ein Abonnent auf Instagram angeschrieben. Das ist wirklich lächerlich. Ich bin sprachlos. Einer davon ist ein Fake-Flakon. Hallo meine Lieben, willkommen auf diesem gut duftenden Kanal. Mein Name ist Angelina Patchouli und ich quatsche wirklich sehr gern über Parfüms. Eines der schönsten Themen auf diesem Planeten. In dem heutigen Video geht es Leise, aber ich um höre gar ein nichts. ernstes Thema. Und zwar hat mich ein Abonnent auf Instagram angeschrieben und hat mir davon erzählt, dass er sich einen Serdoff-Flakon gekauft hat und dann gemerkt hat, dass dieser fake ist. Ich konnte es ja nicht glauben. Ich weiß ja, dass verschiedene Fake-Flakons verkauft werden im Netz. Mir ist aber noch nie einer untergekommen. Gott sei Dank. Mir ist auch noch nie ein Fall berichtet worden von meinen Abonnenten, dass jetzt jemand aus Versehen oder blöderweise, also wirklich blöderweise einen Fake bestellt hat. Dem lieben Pavel, viel, viel, vielen, vielen lieben Dank an dich. Der liebe Pavel hat nämlich mir diesen Flakon zur Verfügung gestellt. Er hat ihn mir geschickt. Eine kurze Zwischenfrage von meiner Seite. Wir haben für nächste Woche ein Video geplant, wo wir Parfums, also die echten Düfte, gegenüberstellen zu diesen Billigdüften da. Wie heißt die nochmal? Diese ganzen Billigmarken, die halt diese Abklatsch machen. Wäre es auch ein interessantes Thema, das wir mal behandeln sollten? Damit ich meine Abonnenten darauf aufmerksam mache, dass es Fake-Flakons von Duftzwillinge, genau. Serdoff auf dem Markt gibt. Deswegen bitte passt auf. Und ich werde sie euch jetzt zeigen. Es handelt sich nämlich um. Mit welchem fange ich an? Mit dem ersten? Mit dem echten oder mit dem Fake? Ich zeige euch beide gleichzeitig. Vielleicht erkennt ihr es so, sogar schon gleich so. Es geht um Fortinots von Serdoff. Ich Mein habe jetzt Gott, hier einen Fortinots und ich das sieht habe ja hier einen Fortinots. furchtbar aus. Oh mein Gott. Also der Flakon hier ist ja wohl lächerlich. Also was ist das für hier für eine Farbe, Mann? Das hat da nichts damit zu tun. Und einer davon ist ein Fake-Flakon. Der liebe Pavel hat den Duft, ich weiß nicht, das war eBay? War das eBay? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Er hat den Duft auf jeden Fall gebraucht gekauft bei einer Privat. Das Video ist inhaltlich falsch. Sie behauptet, es wäre eBay gewesen. Hingegen hat der Betroffene sehr deutlich geschrieben, dass er bei Parfumo privat gekauft hat, also nicht eBay. Okay, ist zwar auch egal, aber ein wenig könnte man sich schon mal mit dem Thema auseinandersetzen, bevor man ein Video aufnimmt. Ich glaube, die Plattform ist relativ egal, ne? Also muss an der Sache noch mal an dieser Stelle nochmal klarstellen, die Aufsicht, die eBay auf der normalen Verkaufsplattform hat, ne? Also wenn ihr jetzt etwas auf der normalen Verkaufsplattform eBay erwerbt, also wir kaufen auch teilweise Dinge. Es gibt Ersatzteile, es gibt Dekorationsdinge und so. Also eBay als Plattform hat einer der höchsten Standards überhaupt, ne? Und die gehen immer wieder neue Wege. Also von daher, eBay ist eine Plattform wie jeder andere auch. Und da Fakes zu verkaufen, da wird die Schlinge schon sehr, sehr eng geschlossen. Und der Marktplatz ist extrem sauber und da muss man auch jetzt sich keine Sorgen machen, ne? Also wenn es jetzt darum geht, es ist immer leicht gesagt. Es gibt natürlich andere Verkaufsplattformen, also nur damit wir es mal auch gesagt haben. Ihr wisst ja, wir sind Konzessionär von Casio und es gibt Plattformen, es gibt ein paar große Plattformen. Es gibt eBay, es gibt Amazon, es gibt, was haben wir noch? Was gibt's noch für Verkaufsplattformen? Ein Beispiel. Chrono24 und so weiter, ganz, ganz viele. Und eine der Plattformen ist immer mal wieder aufgefallen, dass beispielsweise Händler, Wish zum Beispiel und so weiter, und ja, genau. Und eine der Plattformen, die ihr alle kennt, wo ihr auch alle Kunde seid und so weiter, ist immer wieder dadurch aufgefallen bei der Marke, bei dem wir auch eine Konzession haben, dass sie sich nicht so sehr Mühe geben, den Handel mit Fakes zu unterbreiten. Ja, und die Autorisation läuft so ab. Das heißt, ihr seid beispielsweise ein Händler, ne, der möchte jetzt auf einer Plattform verkaufen.
Das ist übrigens auch bei Shopify so. Ihr macht ein Konto auf und ihr fangt an zu handeln, ihr generiert Umsätze und dann kommen die auf euch zu und sagen, okay, hör mal, du verkaufst hier einen Markenartikel, zeig uns doch mal bitte, woher du die hast. Da muss man dann ja, Rechnungen vorzeigen oder Schriftverkehr, wo dann bestätigt wird, dass man das Recht hat, diese Marken zu veräußern. Ne? Da mussten wir auch durch und so. Ne? Und das ist natürlich bei uns jetzt nochmal eine etwas andere Sache, aber wir bleiben jetzt mal bei diesem Produkt, was jetzt etwas günstiger ist. Und diese eine Plattform wurde dann temporär auch mal ausgesetzt und das hat damit zu tun, dass Händler wie folgt vorgehen. Das heißt, die haben beispielsweise eine Rechnung, wo sie mal 100 Stück gekauft haben von dieser Marke und mischen dann zu diesen 100 nochmal 100 gefälschte beispielsweise mit dazu. Dadurch, dass es halt ein Produkt ist, was jetzt ein bisschen niedriger vom Preis her ist, gibt es da auch sehr, sehr gute Fälschungen. Dasselbe habe ich übrigens auch eben über die Omega Moonswatch gesagt. Ne? Da muss man wirklich einfach gucken, wo man kauft. Ihr müsst nicht bei mir kaufen, darum geht es gar nicht. Aber jetzt gerade bei Uhren und da gibt es ist einfach ein hohes Interesse da, wenn so eine Uhr für 100 Euro verkauft wird und die Herstellungskosten sind, sagen wir mal, 5 Euro, dann ne, macht es schon Sinn, wenn man sie vom Händler nur mit 50% Marge erwirbt, also dementsprechend für 50 Euro plus Steuer, dann macht es schon Sinn, dass man sie vielleicht dann auch fälscht und so und das in dem breiten Massenmarkt ist halt interessant. Und da muss man sagen, dass selbst diese großen Plattformen teilweise machtlos dagegen sind, wenn die Händler so vorgehen. Das birgt immer ein gewisses Risiko. Nichtsdestotrotz, wenn ihr jetzt bei eBay merkt, dass ihr gefälschte Artikel habt, wird euch eBay immer zur Seite stehen und auch einen guten Service abliefern. Person, die, wenn ich das richtig verstanden habe, also richtig, richtig frech, die Originalbilder drin hatte von einem Originalflakon, die aber dann diesen Fake-Flakon, das ist er, Leute, das ist er, das ist der Fake, das ist der echte, die den Fake-Flakon aber dann verschickt hat. Seht ihr das jetzt hier vielleicht ein bisschen? Ich werde auf jeden Fall noch Bilder abfotografieren, um euch die jetzt hier einblenden Fumo zu können, damit ihr Katastrophe die ganzen bei sowas. Merken. Die Admins interessieren sich null, ob Leute betrogen werden. Ja, also ich befinde mich auf der Plattform jetzt nicht aktiv, ne? Aber ich sag mal, ich glaube nicht, dass das halt, also dass das jetzt die Aufgabe vielleicht von Parfumo ist, weißt du? Also das sind ja private Transaktionen und Leute, also guck mal, eine Sache noch, ne? Macht euch bitte nichts vor. Tut mir mal bitte einen Gefallen, okay? Wenn ihr denkt, ihr seid schlauer als alle anderen oder wenn ihr jetzt die Instagram-Nachrichten von unserem letzten Video euch anschaut und da alle Schlaumeier drunter posten und ja, es gibt die dafür 100 Euro günstiger und sowas alles und guck mal, ihr könnt immer entscheiden, was ihr macht. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Wenn wir jetzt das Ganze auf die Spitze treiben, es gibt Leute, die verkaufen 50.000 Euro Uhren privat bei Chrono24 oder bei eBay Kleinanzeigen. Das kann man alles machen und es wird auch mit Sicherheit in 90% der Fälle gut gehen, aber ihr müsst euch darüber im Klaren sein, was für Konsequenzen daraus resultieren. Wenn ihr von Anfang an in irgendeinem Forum einen Duft kauft für 50 Euro, der normalerweise 350 Euro kostet und jetzt, also es gibt Dinge, die, also das macht halt keinen Sinn. Warum sollte er das tun? Also er kann das Ganze einfach inserieren und deutlich mehr verkaufen. Genau dasselbe ist mit Uhren. Was meint ihr, wie viele Uhren-Geschichten ich gehört habe, wo es immer gleich abläuft? Da irgendwie in der Kneipe hat jemand gesagt, hier, ich brauche 5.000 Euro bis nächste Woche, gib mir die Uhr ist 15.000 Euro wert und bla bla und so weiter. Am Ende, ne, wisst ihr alle, die Uhr war gefälscht. Also von daher, es gibt in der heutigen Zeit so gut wie keine Situation, in der jemand anders sich Geld entgehen lässt. Gerade dann, wenn der Markt so transparent ist, ja, also bei Uhren, ihr könnt ganz einfach in Düsseldorf zu 5 Händlern gehen auf einer Straße und jeder wird euch Cash auszahlen für eine Uhr, für eine Rolex oder sowas. Es macht keinen Sinn, dass er euch diese Uhr dann für 5.000 Euro gibt, wenn er überall anders 10 bekommen würde. Und bei Parfum oder bei einer Omega Moonswatch ist es genau dasselbe. Wenn ihr eine Uhr online seht, die um den Listenpreis verkauft wird, also wenn ihr zum Beispiel eine Moonswatch seht, die 2,50 kostet oder 2,60 oder sowas, das macht keinen Sinn, okay? Weil warum sollte er die Uhr da abholen und dann verkaufen und damit, also das wird einfach rein wirtschaftlich keinen Sinn machen, okay? Von daher entfernt euch davon, dass ihr schlauer seid als alle anderen und am Ende steht ihr dann da. Male nochmal genau seht, aber ihr seht das jetzt hier, dass dieser Flakon, das hier ist das ist der Fake. Der ist kleiner, ich halte das jetzt mal so in die Kamera, der ist kleiner als der Original 40 Knots, dann ist die Farbe, dieses Flakon Farbe ist nicht schlecht, ist aber halt anders. Ne? Aber der ich finde das gar nicht ins, verkehrt. Ins, auch optisch, aber links sieht natürlich sagen? Deutlich ist hochwertiger aus. Das ist so eine Art blau-lila, würde ich sagen. Der hier ist, dem fehlt das Ganze. Der ist generell einfach auch heller. Dann seht ihr hier unten, ich werde alles einblenden als Bilder. Dann seht ihr hier unten bei dem
Fake-Flakon, dass die Schrift einfach viel, viel zu groß ist. Die sitzt viel zu weit unten. Das Glas hier, das geht viel zu weit runter hier unten. Bei dem 40 Knots, bei der Beschriftung hier beim Original, da ist insgesamt schon gar keine Flüssigkeit mehr dahinter. Das ist hier alles Glas und hier sitzt die Beschreibung. Dann das Schild hier vorne. Das Schild mit dem X drauf von Serjov. Das ist, wenn ich mir das jetzt hier so anschaue hier und den Vergleich mache, das ist wirklich lächerlich. Das ist fast schon lächerlich. Das ist richtig schwammig drauf. Das ist nicht sauber gearbeitet hier wie beim Originalen. Dann haben wir hier überall kleine Bläschen im Glas drin. Der hier ist einfach nur perfekt, dieser Flakon. Mhm. Dann der Deckel. Leute, der Deckel. Der ist hier viel spitzer, der hier ist runder. Er sieht generell auch sehr, sehr günstig aus und jetzt kommt der Witz wirklich. Gut, der Witz ist der Inhalt, aber wenn ich den jetzt hier abnehme, seht ihr das? Ja, das kann auch schon mal bei anderen Düften passieren. Das ist jetzt nicht das erste Mal. Ganz, ganz oft wirklich passiert mir das bei diesen Penn-Hellingtons-Düften. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich sowas sehe. Der geht damit ab. Guck mal, den habe ich jetzt hier gleich in meiner Hand. Yes. Moment, hier, seht ihr das? Dann hast du hier drin Plastik. Guck mal, das ist so, ich bin sprachlos. Ich habe diesen Flakon bekommen vom lieben Pavel und ich habe mir diesen Flakon angeguckt und ich dachte mir so, oh mein Gott, das ist so frech. Das ist einfach so frech, dass es Fakes auf diesem Planeten gibt. Dann hast du hier Plastik drin, dann habe ich den Duft natürlich auch gesprüht. Aber jetzt hier nochmal als Vergleich, das hier ist der echte, das ist das. Der ist einfach perfekt. Perfektion eines Flakons. Der sitzt fest drauf. Du nimmst den ab. Da musst du schon ein bisschen Druck aufbringen. Hier drinnen, das ist... Ist das Plastik? Doch, das ist auch Plastik, aber das ist härteres, dunkles Plastik. Der sieht ganz anders aus. Siehst du das hier? Also das ist der Fake, damit es richtig rum ist. Das ist der Fake, das ist das Original. Ah, okay. Ja. Mhm. Genau. Okay. Krass. Das ist einfach nur krass. So, jetzt der Witz auch noch. Ich habe den natürlich gesprüht. Ich habe den Duft, den Inhalt habe ich natürlich auch verglichen. Ich hatte so ein bisschen Angst am Anfang, muss ich zugeben, weil... Was Lustiges? Wer weiß? Ich wurde auch schon mal kontaktiert von Leuten, auch aus NRW. Die hatten Tiziana Terenzi-Düfte. Ich hatte mit dem Herbert auch drüber gesprochen. Und da war es so, dass die Düfte, also ne, die EKAs, die waren ja also gute 30% günstiger als beim Herbert. Dann habe ich ihm das geschickt und so weiter. Es waren dann halt auch Fälschungen, ne? Also, und ja, von daher. Es ist halt bei Parfums allgemein so, es gibt verschiedene Klassen. Ne? Je aufwendiger so eine Flasche ist, desto schwieriger ist das zu reproduzieren. Und es gibt auch da verschiedene Werke, die dann, genau wie bei Uhren auch. Und Tiziana Terenzi, die Flakons sind ja jetzt nicht so extrem aufwendig im Sinne von, dass die jetzt so viele verschiedene Details haben. Denn man hat eine Flasche, die diese Zylinderform hat und dann vorne dieses Etikett und so weiter. Da muss man schon bei einem Händler kaufen. Ja. Was da drin ist, Leute. Wer weiß das? Was da jetzt rauskommt. Wer da was auch immer reingefüllt hat in diesen Flakon. Also, ich habe den jetzt gesprüht. Würdest du sagen, dass Parfümgeschäfte immer Originale verkaufen? Also ich habe mich jetzt nicht so sehr damit auseinandergesetzt. Es gibt auf jeden Fall einen Markt dafür. Und ich hatte mit dem Herbert im Zuge dessen halt auch gesprochen, dass es auch manche dort gibt, die halt das Ganze mixen und immer so ein paar mit unterjubeln. Das passiert immer mal wieder. Es ist halt wie mit allem auch. Ne? Man sollte halt bei einem autorisierten Händler kaufen. Ich verstehe das schon, dass man diese Mentalität hat, immer günstig, günstig und man muss alles immer günstig kaufen. Es ist auch gut, dass ihr alle eure Erfahrungen sammelt. Also genau dasselbe ist auch übrigens bei dem Thema Krypto. Meine Schwester hat ihre eigene Erfahrung gesammelt. Ich habe meine eigene Erfahrung gesammelt. Ich habe damals im Jahr 2018, ich hatte nur ein bisschen erspart. Es ist alles halt verschwunden, ne, weil da halt die Sachen auch einfach pleite gegangen sind oder aus dem Projekt nichts geworden ist. Und darum ist es halt am Ende, wie mit allem auch, ich kann so viel reden, wie ich möchte, aber macht einfach selber eure Erfahrung und macht selber, schaut selber, ob ich Unrecht habe, ob ihr eine Moonswatch für 250 Euro bekommen könnt außerhalb des Swatch-Geschäftes oder ob ihr Kirke für 100 Euro irgendwo bekommt. Versucht es einfach und kauft das, macht eure eigene Erfahrung und dann am Ende wird man halt eine Lebenserfahrung reicher sein und das muss aber jeder auch selber verstehen. Jetzt gerade wieder mit FTX. Ja, ich habe heute mit einem Kunden gesprochen, der hatte tatsächlich 3 Millionen dort liegen. Ne? 3 Millionen. 3 Millionen hat er dort liegen. Und es ist alles weg. Alles leider weg. Was soll ich sagen? Es ist hart.
Hier war Aber das. wie auch da wiederum, ne? Es heißt nichts damit zu tun, dass ich mich dagegen stelle, die Technologie verweigere. Ich jedoch mich immer einer Sache verwiesen oder verschrieben, und das sind halt die Uhren, ne? Parfum und so diese Lifestyle-Themen. Und nur das kann ich. Also wir brauchen jetzt nicht, also wenn ich euch was über Krypto erzählen soll, also das ist halt nicht mein Ding und ich stehe auch jetzt nicht so sehr dahinter, ne? Fake drauf. Hier das Original. Das Nico war der Original riecht Kunde. immer noch Nee, Nico nicht. bezaubernd. Das Kein Original ist Nico. einfach, das ist ja einer meiner Lieblingsdüfte von Serge Is 40 Knots. Jetzt habe ich hier den Fake drauf gehabt, habe ihn aufgesprüht. Ich musste mich beherrschen. Also der ist jetzt hier auch nicht mehr drauf. Also man riecht hier zum Glück auch nichts mehr. Dieses Papier wurde nicht weggeätzt. Ich hatte ja so ein bisschen Angst, dass vielleicht dieses Papier sich auflöst. Wer weiß, was da alles drin ist, gell? Ich habe ihn gesprüht und der Duft hat einfach nur gerochen am Anfang wie extrem ekliger Alkohol. Wie so eine Art verfaulte Apfel oder verfaulte Früchte, die anfangen zu gären. So richtig eklig, diese Flüssigkeit. Wenn du vielleicht du weißt vielleicht, wie das riecht, wenn du in den Urlaub geflogen bist, vielleicht länger weg warst, sagen wir mal 2, 3 Wochen. Warst du weg, hast vergessen, dass du noch Obst bei dir in deiner Obstschale drin liegen hattest und das fängt an zu gären und das riecht wirklich widerlich. Und genau so riecht dieser Inhalt dieses Flakons. Plus Zimt. Plus Zimt. Ich will ihn jetzt hier nicht nochmal sprühen, wirklich, weil ich weiß nicht, was da drin ist. Was da noch zusätzlich alles reingefüllt wurde. Genau, Leute, deswegen musste ich dieses Video jetzt hier für euch drehen. Jetzt habe ich dieses eklige Zeug am Finger. Oh mein Gott. Also. Einfach nur eine Info an alle meine Zuschauer, Abonnenten, Nicht-Abonnenten. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere ihn, das ist komplett kostenlos. Bitte passt wirklich auf, wo ihr eure Nischendüfte oder generell, wo ihr euer Parfüm kauft. Wenn ihr online shoppt, guckt euch bitte, bitte genau an, wo ihr die Parfüms bestellt. Es gibt Shops, die sind vertrauenswürdig. Ich verlinke euch immer auch alle Shops, die wirklich vertrauenswürdig sind, unter meine Videos. Wenn ihr ein Angebot findet auf einer Seite, das sich einfach zu gut anhört. Wenn ihr jetzt zum Beispiel 40 Sagst du Knots selber. findet und der Duft, der kostet einfach mal 30% des Originalpreises, dann kann das schon nicht stimmen. Da ist dann schon irgendwas faul. Wenn ihr Düfte bei Privatpersonen kauft, was ja an sich per se nicht schlimm ist, das könnt ihr ja machen. Es gibt ja Leute, die kaufen sich einen Duft und Guck mal, das Problem bei diesen Dingern, ne, wenn ihr jetzt Düfte zum Beispiel privat kauft oder Abfüllung oder so ein Mist, ne? Guck mal, ich verstehe das alles, Leute, ne? Man will testen und so weiter. Aber die Sache ist, ich weiß es ja, wie es bei mir ist. Sagen wir mal, wir haben auch ältere Düfte, die verändern sich über die Zeit. Und bei Privatpersonen, wenn die Düfte umgekippt sind, dies und das, also das ist, am Ende werdet ihr damit auch nicht glücklich. Und dann nach 2 Wochen merken die, hey, das ist nicht mein Duft, der gefällt mir nicht, der entwickelt sich auf meiner Haut vielleicht nicht so gut, kommt vor. Dann fragt bitte noch zusätzliche Bilder an. Fragt den Batchcode an. Hier unten ist ein Batchcode drauf. Der Duft hier hat gar keinen Batchcode, der Fake. Hier unten ist ein Batchcode drauf. Es gibt Websites, da könnt ihr die Batchcodes prüfen. Und fragt ganz, ganz wichtig noch nach zusätzlichen Bildern. Fragt einfach danach. Sagt, hey, ihr möchtet nochmal so ein Bild vom Innenleben des Deckels. Ihr möchtet hier ein Bild haben von dem Sprühkopf selber. Ihr seht das auch hier. Hier nochmal, ich werde das euch auch nochmal einblenden. Was, wenn ich ein Angebot zu, wenn es zu gut, um wahr zu sein? Hey Leute, ihr wisst gar nicht Black Friday, ne? Oh Gott, ey, wir sind gerade in der Planung dran. Oh Mann, oh Mann, da wird auf jeden Fall was kommen. Der Abstand hier von diesem Ring, also dieser Ring hier beim Original. Ah, übrigens, aber ich kann schon eine Sache vorwegnehmen, ne? Das ist auch zur Beruhigung von allen. Es gibt leider so ein paar Regeln, also die wir auch nicht brechen dürfen. Das hat was mit der Distribution, da kann der Herbert euch aber was dazu erzählen. Also hier oben die, also Xerchoff-Düfte. Also Xerchoff-Düfte, ein Xerchoff-Duft, wir dürfen ein Xerchoff, also wir dürfen Xerchoff-Düfte nicht reduzieren, singlemäßig, ne? Also es kann jetzt nicht sein, dass wir auf Naxos 20% geben. Sowas wird es am Black Friday nicht geben, weil es einfach die Marke untersagt hat. Wir dürfen nur halt Bundles damit machen und auch zusätzlich eine andere Sache, The Nose Behind darf auch nicht reduziert werden. Ich sage euch nur so, falls ihr gedacht habt, dass das Ganze passieren wird, tut euch selber den Gefallen, kauft zwei von den, wir haben auch mittlerweile das Geschenk mit drin, kauft zwei von diesen Düften, von The Nose Behind, weil die werden wir auch nicht reduzieren, werdet ihr noch diese Tester dazu bekommen, ne, von der gesamten Kollektion. Also das heißt, die Leute, die jetzt im Presale auch gekauft haben und so weiter, leider waren das die Deals, und hier siehst du Geschenke. Sample Kit von allen Düften ist damit dabei, ne? Also leider, Xerchoff-Düfte werden nicht reduziert, The Nose Behind auch nicht als Single. Original ist viel dünner als der.
Wird Arabian King, also natürlich meine Parfums werden auch nicht reduziert, ne, wisst ihr schon. Aber für alle anderen Sachen werden wir schon coole Sachen machen und haben uns auch was Gutes einfallen lassen. Der dicke Ring hier beim Fake. Solche Sachen. Dann fragt nach dem Glas. Da dürfen gar keine Bläschen oder sonst was drin sein. Das Glas muss perfekt sein bei einem Serge of Duft. Hier dieses Schild hier vorne, das muss perfekt verarbeitet sein. Ihr seht das sofort, wenn die Schrift hier nicht matcht mit den Originalbildern von der Serjoff-Seite, von der offiziellen Serjoff-Seite, dann ist das ein Fake. Kauft den nicht, egal wie gut sich das Angebot anhört. Ja, ich bin so entsetzt gewesen, wirklich. Und vielen, vielen, vielen Dank an Pavel, der mir diesen Duft geschickt hat. Ey, so viele meiner Zuschauer jetzt müssen sich bei dir bedanken, weil du jetzt darauf aufmerksam gemacht hast. Du hast leider Geld verloren. Das tut mir wirklich leid. Ja, aber ich hoffe, wir lernen alle daraus. Aus Fehlern lernt man. Das wollte ich euch nochmal mitgeben. Bevor ich jetzt hier die erste Träne bekomme im Gesicht, weil es sowas gibt, weil es sowas auf diesem Planeten verfügbar ist, muss ich aufhören mit diesem Video. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, du hattest Spaß. Das sage ich ja immer nach meinen Videos. Ich hoffe, du hast was gelernt alles in diesem gut, Video. Jeder, der vorher das ist kaufe, wichtig. Dann auch. Und ja, abonnier diesen Kanal, falls du noch weiteren Content von mir sehen möchtest. Ich mache Parfüm-Reviews zu echten Parfümflakons. Ich verlinke dir immer Seiten. Ich verlinke dich immer auf Seiten, die zu 100% seriös sind. Und ich hoffe, du hast dann Spaß mit den Düften, die ich dir empfehle. Und diesen Duft hier. Apropos Düfte, ich kann euch nur eine Sache noch empfehlen. Und zwar, wenn ihr Lust habt auf wirklich gute Unterhaltung, ja, schaut euch bitte dieses Video an.